Hallo, wir sind mitten in den Vorbereitungen für unseren Osterurlaub in Südfrankreich. Und wie immer muss natürlich vorher noch ein bisschen der Wohnwagen aufgehübscht werden. Okay, heute möchte ich euch das von mir selbst gekaufte, das heißt also, ich kriege nichts dafür, ich habe das selbst erworben und werde es auch selbst bei mir einbauen, Gaswagensystem vorstellen von Liquid Level. Das besteht einmal aus der Gaswaage selbst, die vorne eingebaut wird, und einmal der Anzeigeeinheit, die es auch in verschiedenen Versionen gibt. Diese könnt ihr euch entweder in den Wohnwagen stellen, als Handy-App auch runterladen oder fest im Wohnwagen einbauen. Bei mir wird sie fest eingebaut. Das seht ihr alles jetzt gleich. So, jetzt sind wir vorne am Gaskasten angekommen. Zum Gaskasten muss man einfach sagen, dieses Gaswagensystem von Liquid Level ist natürlich explosionsgeschützt und zugelassen für den Einbau hier vorne. So, wir haben einen englischen Wohnwagen, das heißt, bei uns ist einmal unten, kommt mal kurz gucken, diese Befestigung und wir haben diese Befestigung. Allerdings ist es vorgeschrieben, um eure Gasprüfung nicht zu gefährden, dass die Gasflaschen mit zwei unabhängigen Systemen gesichert sind. In diesem Fall muss das ja raus, also müssen wir was einbauen. Und zwar, ich habe da mal was vorbereitet, eine zweite Halterung, das ist zulässig. Die wird dann hier unten angeschraubt. Damit haben wir zwei voneinander unabhängige Sicherungen für die Gasflasche. Dann schrauben wir mal los. Geht ja ruckzuck. Ihr seht, das ist also auch nur mit einfachen Schrauben im Holzboden hier befestigt. Nichts Bewegendes. Und jetzt schrauben wir das andere Befestigungsteil an der Wand fest. So, dann wollen wir mal kurz die Schnur ein bisschen weg. Da anhalten. Schraube rein. Auf geht's. Wer es ganz genau machen möchte, kann natürlich anzeichnen und vorbohren. Das spare ich mir hier mal. Das geht auch so recht gut. Angedrückt. Festgeschraubt. Fertig. Und schon haben wir, wenn ich den Gurt hier noch schön ausgerichtet kriege, das zweite Befestigungssystem unabhängig voneinander für die Gasflasche und einer Gasprüfung steht nichts mehr im Weg. So. Einmal, zweimal, schön aufgeräumt. Jetzt muss ich mir erst noch einen Besen holen und einmal sauber machen. Okay, wir haben hier jetzt sauber gemacht. Unsere zweite Alternative zum Festmachen der Gasflasche ist angeschraubt. Jetzt können wir die Gaswaage selbst hier anbringen. Ich habe die schon mal etwas vorbereitet. Ich habe mir unten nämlich doppelseitiges Klebeband drauf gemacht, falls ich doch mal ohne Gasflasche fahre, damit sie zumindest mal ein bisschen unten am Boden hält. Euch selbst sind da keine Grenzen gesetzt, ob ihr die jetzt anschraubt, anklebt oder nur reinlegt und immer mit Flasche fahrt. Da seid ihr echt flexibel. Das kann jeder machen, wie er denkt. Ich mache das jetzt so. So, schön rumdrehen, damit das Kabel auch dahin zeigt, wo es hin soll. Ausrichten und das war's. So, dann nehmen wir das Kabel. Wir führen das hier durch. Wir haben hier ja mehr als genügend Ausgänge. Und dann wird das unten am Wohnwagen so verlegt, dass es nicht in die Handbremsseile kommt, dass es sauber verlegt wird, nicht runterhängt oder sonstiges.
und nach innen geführt zum 12-Volt-Anschluss. Das sehen wir dann aber jetzt gleich, weil unter dem Wohnwagen sieht ja jeder, wie das aussieht. Ist kein Geheimnis, das mache ich jetzt ganz schnell und wir sehen uns drinnen wieder. So, das Kabel ist unter dem Wohnwagen dann langgelegt. Wir haben das Loch hier gebohrt. Natürlich darauf aufgepasst, dass wir nichts unter dem Wohnwagen beschädigen, dass wir eine freie Stelle haben zum Bohren, um das Kabel auch anständig durchzuführen. Das Kabel ist unten auch mit Kabelbindern gesichert, sodass nichts mehr anbrennen kann. Dann ziehen wir das Kabel jetzt hier ein. Ist schon riesengroß. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir das an 12 Volt anschließen. Da ich einen englischen Wohnwagen habe und der ja schon von mir ein bisschen vorbereitet wurde, habe ich hier eine 12 Volt Anschlussleiste schon gemacht mit eigenen Sicherungen. Auf die wird das Ganze jetzt angeschlossen. So, nun sind die Kabel auf die richtige Länge abgeschnitten worden. Die Kabelschuhe sind auch schon drauf. Jetzt schließen wir das Ganze an 12 Volt. Hier meinen Block einfach mal an. So, vorne 12 Volt. Wieder rein. Und auf der anderen Seite Masse. So, damit ist der Messsensor angeschlossen. Noch ein bisschen in Schwitzen gekommen. Oder ist es vielleicht doch der Regen draußen? Wer jetzt Bedenken hat, dass der Messsensor seine Batterie leer ziehen würde, der Messsensor braucht ungefähr 60 mA. 60 mA sind zwei kleine LED-Birnchen. Damit läuft meine 100 Ampere-Stunden Batterie wahrscheinlich 3 Monate lang. Für die ganz großen Zweifler unter euch natürlich, und das werde ich wahrscheinlich auch noch machen, werde ich mir einen kleinen Schalter zwischen reinsetzen, um das Messsystem dann auch, wenn ich den Wohnwagen abstelle, ausschalten zu können über einen Schalter, dann passiert gar nichts mehr. Der Messsensor ist angeschlossen. Jetzt kommen wir zur Anzeigeeinheit. Da muss ich euch allerdings sagen, die habe ich momentan nur im Probebetrieb, da ich noch nicht genau weiß, wo ich sie bei mir im Wohnwagen einbauen werde. Hängt auch von meiner Frau ab, wo ich das Loch machen darf oder nicht. Aber ich kann euch trotzdem zeigen, wie alles funktioniert. Auf zur Anzeigeeinheit und dem Testlauf. So, bevor wir jetzt natürlich den Sensor in Betrieb nehmen, gehen wir erstmal raus und stellen auch mal eine Gasflasche drauf, damit wir auch was sehen können. Folgt mir mal. Ich habe da eine 5 Kilo Gasflasche vorbereitet. Und für den Testlauf stellen wir jetzt einfach nur mal lose drauf, damit ihr sehen, wie das funktioniert. Vor allen Dingen müssen wir uns erstmal noch hier gucken, das Leergewicht der Flasche, 5,8 Kilogramm. Das brauchen wir nachher, um das Anzeigegerät einzustellen. So, Gasflasche drauf. Passt genau auf den Ring. Wunderbar. Dann gehen wir rein und machen die Anzeigeeinheit an. Okay. Die Anzeigeeinheit gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ich habe die Ausführung 12 Volt Einbau. Es gibt die auch mit 12 Volt Aufbau und in 5 Volt tragbar oder auch als Handy-App, wer das wissen möchte. Die Handy-App und das Anzeigegerät kann parallel betrieben werden. Ihr müsst also nicht entweder oder. Und beim Kauf, das finde ich das gut an diesem System, könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt. Ob ihr die 5 Volt, die 12 Volt, Einbau, Aufbau, Handy-App. Ihr bezahlt immer nur das, was ihr wollt und braucht und nicht das, was im System bzw. im Set vorgegeben ist. So, ich habe das jetzt hier mal ganz kurz auf einen normalen Zigarettenanzünderdose Stecker aufgeklemmt und wir nehmen das jetzt in Betrieb.
12 Volt. Zack. Jetzt müsst ihr ein bisschen näher kommen. Wir haben hier den Einschalter. Das System schaltet sich ein. Wir warten kurz, bis die Anzeige hier oben grün wird für das WLAN-Signal. Dann gehen wir auf Einstellungen, Gasflasche, 5 Kilogramm, Tara, wir hatten, erinnert euch, 5800, halt 800, speichern und er zeigt mir jetzt direkt an, wie voll die 5 Kilogramm Gasflasche noch ist. Aktuell habe ich keinen Verbrauch, ich habe auch nichts an und das ist das Schöne an diesem System, es zeigt mir an, wie lange das ganze System bei dem aktuellen Verbrauch noch läuft. Das heißt, ich kann abends sehen, reicht mir die Flasche für die Nacht oder eben nicht. Oder muss ich vorm Kochen der Frau nochmal die Gasflasche wechseln? All das kann ich sehen. Diese Anzeige zeigt euch dann ganz aktuell den Verbrauch in Gramm bis zum letzten Gramm der Gasflasche. Das habe ich schon mit meiner Gasheizung in der Hobbywerkstatt ausprobiert. Und dann könnt ihr genau sehen, wie lange das geht. Ich kenne momentan kein anderes System, das mir das so genau anzeigt. Ich hoffe, ich konnte mit dem kleinen Video wie zum Einbau meines Gaswagensystems euer Interesse wecken. Wie gesagt, noch einmal, das Gaswagensystem habe ich mir selbst gekauft. Ich habe mit der Firma Liquid Level, außer dass ich der Kunde bin, nichts zu tun. Und natürlich am Ende der Hinweis, der Einbau, Nachbau geschieht natürlich auf eigene Gefahr. Und es finden sich bestimmt noch einige Caravan-Händler, die das System auch gerne für euch einbauen. Ich hoffe, ich habe euer Interesse geweckt und wir sehen uns auf meinem Kanal.